Hallo, mein Name ist Julia Colella. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei diesem Interview. Ich freue mich sehr, heute die Sabine im Interview bei mir zu haben. Sie macht quasi das Gleiche wie ich, und zwar um die Welt reisen, aber halt mit Kind. Und ich habe Leute gesucht, die mit Kind zusammenreisen, und dabei bin ich auf die Sabine Klotz gestoßen. Und ja, bin jetzt gespannt, sie im Interview zu haben und ihr Fragen zu stellen, wie so ihr Leben mit Baby, Kind und Reisen überhaupt abläuft, und Tipps und Tricks zu erfahren. Ganz viel Spaß und Inspiration mit diesem Interview. Hallo, liebe Sabine, herzlich willkommen zu diesem Interview. Möchtest du dich mal vorstellen, wer du bist und was du so machst? Hi, Namaste aus Kathmandu. Und, bei mir ist es ein bisschen kompliziert. Ich bin nicht nur reisende Mama, ich leite auch eine NGO mit 40 Mitarbeiterinnen in Nepal. Wir bauen Krankenhäuser, Geburtenstationen, Schulen, Müllrecyclingsprojekte, Biomodellfarmen und Frauenempowerment-Geschichten auf im Himalaya. Und das seit 11 Jahren. Und ja, da ich zwischendrin noch ein Kind gekriegt habe, schleppe ich das jetzt quasi einfach mit. Wahnsinn, also ein gigantisches Projekt, was du da machst. Was macht ihr denn in Bezug auf Frauen-Empowerment? Das klingt ja total spannend. Du musst dir vorstellen, dass hier ein sehr patriarchaler Hindu-Nationalismus ist in Nepal. Und Frauen sind sehr benachteiligt, das heißt, die durften kein Land erben, in der Politik waren sie gar nicht erwünscht, das ist auch erst seit 10 Jahren so richtig demokratisiert. Und wir versuchen halt Frauen, die deutlich weniger Zugang zu medizinischen Geschichten, also Behandlungen oder auch zur Schulbildung haben, versuchen wir halt ein Einkommen zu schaffen, indem wir ihnen zeigen, wie man Biodiversität macht in ihren Gärten mit Gewächshäusern, dass sie ihre Kinder gut ernähren können, aber halt auch ein Einkommen bekommen. Das heißt, sie bekommen dann Geld, wir lernen ihnen lesen und schreiben, die gründen Kooperativen und übernehmen dann so nach und nach auch ein bisschen das Sagen im Haus, weil wer das Geld bringt, hat auch mehr zu sagen. Und natürlich Wissenstransfer. Also es ist quasi ein Hand-in-Hand-Projekt mit Ernährungssicherheit und mit Empowerment von Frauen. Wow, so ein tolles Projekt und so wertvoll, was ihr da schafft und kreiert. Wie meisterst du dieses wundervolle NGO-Projekt, um gleichzeitig Mama zu sein? Wie kriegst du das sehr hin? Sehr wenig Schlaf. Und sehr wenig Freizeit. Aber das ist vermute ich bei allen Mamas so, und ab 3 Jahren wird es auch deutlich einfacher. Deine Tochter ist jetzt 3, richtig? Genau. Also das erste Jahr bist du doch recht angebunden. Ich meine, von mir war es eigentlich relativ, habe das nicht alles so ernst genommen. Ich bin auch mit Tara, wie sie 7 Monate alt war, schon auf 5000 Metern gewesen. Die hat schon im Zelt geschlafen unter einem halben Meter Schnee in dem Alter. Die hat das alles recht gut vertragen. Ihr erstes Essen war Curry und Reis. Und sie hat eigentlich ein super Immunsystem, war noch nie krank. Ich glaube, weil sie halt einfach hier aufgewachsen ist die erste Zeit. Dann kam Covid, dann mussten wir zurück, und jetzt war sie 1,5 Jahre in Europa durchgehend, also auch meine längste Zeit, die ich nicht in Nepal war. Und ich glaube, der Trick dabei, Mama zu sein, seinen Job zu machen und zu reisen, ist, man muss seinen Job wirklich lieben. Mhm. Also wenn man keine Passion für das hat, was man tut, wird man untergehen, weil es einfach viel zu viel ist eigentlich. Also man macht ja eigentlich 3 Dinge. Du hast dein Leben, du hast dein Kind und du hast deinen Job, und das zu vereinbaren ist, glaube ich, recht schwer. Ich bin noch alleinerziehend dazu, und ist vermutlich noch herausfordernder dann. Genau. Ja, also ja, Wahnsinn, was du da auf die Beine stellst. Also mein größter Respekt, vor allem auch alleine zu reisen. Ich stelle mir das immer halt mit Partner einfacher vor. Dann hat man vielleicht auch noch mal jemanden, wo man das Kind abgeben kann. Im Vorgespräch hatten wir aber schon drüber gesprochen, dass du ein super Netzwerk hast über die ganze Welt verteilt und darüber dir auch immer Hilfe und Unterstützung holst, wie zum Beispiel Nannies, oder dass es auch große Familien gibt, die dich da unterstützen. Berichte da doch gerne mal ein bisschen davon. Also ich würde nicht empfehlen, alleine wegzureisen, ohne vorher nicht mal wenigstens gecheckt zu haben, wie bekomme ich eine Nanny her, wie kriege ich eine Kinderbetreuung her, wenn du viel arbeiten musst, also vor allem selbstständig. Bei mir ist es ganz einfach, ich habe super gute. Gerade der Empfang abgebrochen.
Genau, gerade ist das Internet mal kurz abgebrochen, aber du sagtest gerade, dass es sinnvoll ist, sich über den Ort vorher zu informieren, zum Beispiel, wo man eine Nanny herbekommt. Genau, und vor allem halt auch irgendwie kulturell, wie die Leute drauf sind. Ich glaube, arabische Länder werden ein bisschen schwieriger sein, weil halt oft auch den Frauen nicht erlaubt wird zu arbeiten. Hier in Asien ist das Problem. Ich würde auch überlegen, einfach so, was kann ich mir leisten? Also was sind so die Lebenshaltungskosten? Wie wichtig ist mir die Wohnung? Also ich denke, dass sich eh jeder Mensch darüber informiert, was kommt auf ihn zu, wenn er mit dem Kind unterwegs ist, vor allem auch, wie ist die Grundversorgung medizinisch? Also wenn ein Notfall wäre, wo ist das beste Krankenhaus? Habe ich eine Reiseversicherung? Wie kann ich das Kind absichern und so weiter? Und vom Netzwerk her ist Asien recht easy, weil die Leute halt schon super freundlich und aufgeschlossen sind. Kinder dürfen eigentlich auch laut und wild sein und stören nicht wie bei uns. Also hier im Restaurant dürfen die rumrennen und quietschen und schreien und keiner sagt pst, ja. Also es ist ganz eine andere Kinderkultur. Aber meine Tochter ist hier natürlich, weil sie nicht diese ganzen Regeln hat, die wir halt schon in Mitteleuropa haben. Genau. Und Netzwerk ist für mich ganz einfach, weil eben meine besten Freunde hier wohnen, wir im gleichen Haus sind, die auch Kinder haben. Wiederum ein großer Freundeskreis in den Orten, wo ich halt bin. Und da kann man sich schon gut abwechseln mit mal Kind auch einen Abend abgeben oder mal was essen gehen oder genau. Perfekt. Also Netzwerk, genau. Ja, da unterstützt ihr euch gegenseitig. Das ist auch, ja, ich glaube, das ist wirklich Gold wert, wenn man Leute vor Ort hat, die einen auch so ein bisschen zeigen, wo sind die besten Restaurants oder ja, wo kann man mit Kindern gut zusammen hingehen und wie kann man alles organisieren. Ich hatte vorher mal gefragt in meiner Community, ganz viele haben gefragt, wie machst du das mit Kindergarten und Schule? Soweit ich weiß, ist deine Tochter ja gemeldet in Österreich, also dort im Kindergarten. Wie hast du das vor, das weiter mit der Schule zu machen? Weil das ist ja auch ein bisschen anders als mit Deutschland von den Gesetzgebungen her, ne? Ist es recht easy, die Kinder betreuen kannst du als Spielgruppe machen oder nicht. Es gibt einen Pflichtkindergarten, ja, aber das kannst du dir freistellen lassen, wenn du einen beruflichen Grund hast. Das musst du halt ein Jahr vorher beantragen. Und wir haben eben nur die Unterrichtspflicht und nicht die Schulpflicht. Das heißt, wenn ich mein Kind selber unterrichte oder mir halt hier Lehrer hole oder es hier in eine Schule gebe und die Prüfung besteht, einmal halbjährlich, glaube ich, ist das oder sogar einmal jährlich bloß, dann ist es kein Problem. Dann kann die auch weiterhin in der Schule gemeldet sein, bekommt die Zeugnis dort. Die Inhalte müssen halt dann quasi mit ihr durchgegangen werden. Und ich glaube, das ist, muss man fast von Anfang an mit Kindern machen. Also Tara ist, seit sie 6 Wochen ist, unterwegs per Flugzeug und kommt überall gut an, ist offen mit den Leuten, braucht 1-2 Tage zum Eingewöhnen in eine neue Kindergruppe. Mein Kind brüllt nie, wenn ich aus dem Kindergarten weggehe. Es ist eigentlich, glaube ich, echt, also du hast ein Kind, wie du es dir erziehst. Und das ist echt eine Wahrheit, weil ich beobachte sehr oft andere Leute, die halt schreiende, um sich schlagende Kinder mit sich zerren und denke mir dann halt auch oft irgendwie, die Erwartungshaltungen sind ganz anders an Kinder, die halt das erste Mal mit 4 oder 5 Jahren das erste Mal weg von zu Hause sind. Also dann ist es halt zu spät, sie daran zu gewöhnen, ne? Finde ich persönlich, genau. Meine Eltern sind auch sehr früh mit mir gereist. Ich habe es über alles geliebt. Ich habe Flugzeug geliebt und die Stewardessen, sogar das Essen im Flugzeug fand ich total toll. Ich habe immer gefragt, ob ich mir dieses kleine Tablett mitnehmen kann und die Plastiktassen und dann habe ich mit meinen Freunden zu Hause Flugzeug gespielt. Also ich war total into it schon als Kind gewesen. Und da ist auch oft so, also ich werde oft damit konfrontiert, was ein bisschen konträr ist zu dem, was du sagst, deswegen finde ich deine Sicht auch so spannend, dass es auf den Charakter des Kindes ankommt. Aber du meinst, es ist mehr Erziehungssache und Gewohnheit vom Kind. Ich denke, es wird eine Halb-Halb-Sache sein. Also ich habe Gott sei Dank ein sehr easy, cooles Kind, ein sehr wildes, ein sehr abenteuerlustiges. Man weiß ja überhaupt nicht, man sagt ja, die Hälfte des Kindes ist Erziehung, die andere Hälfte Genetik, ja. Aber ich vermute, wenn du an was immer gewöhnt bist, also wie wir in unserem Kulturkreis gewöhnt sind und wir halt irgendwie an unser Essen gewöhnt sind, so sind wir halt auch an Lebensumstände gewöhnt, an die Personen, die um uns rum sind, an das Essen, an den Tagesablauf. Und je früher du anfängst, umso einfacher hast du es. Also Charakter spielt sicher eine Rolle, aber ich
es gibt ganz bestimmt kein Kind, das es nicht cool findet, reisen zu gehen. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja. Weil die sind so neugierig, die lieben es, Sachen zu entdecken und Leute kennenzulernen. Und also ich würde noch kein Kind kennen, das sich weigert, unterwegs zu sein. Ja. Ja, du hast gesagt, ihr seid mit, als sie 6 Wochen alt war, das erste Mal geflogen. Da sagen auch viele, Babys können keinen Druckausgleich machen. Und da wird oft die Empfehlung gegeben, zu stillen und das Fläschchen zu geben. Wie hast du das gemacht? Wie hat es bei dir gut geklappt? Also Tara habe ich noch sehr lange gestillt, fast 2,5 Jahre lang. Und ich habe halt einfach wirklich beim Start und bei der Landung entweder gestillt oder später dann einen Flascher gegeben und sie auch dann ganz brutal aufgeweckt, wenn sie geschlafen hat. Weil wenn sie wirklich nicht schlucken, dann können die einfach das nicht ausgleichen mit den Ohren und dann tut die Ohren wirklich weh. Mhm. Und besser, du hast ein Kind, das einmal kurz 5 Minuten schreit, weil es wach ist, wie dass es nachher 2 Stunden Ohrenweh hat oder so. Mhm. Und das ist halt, ich gebe ihm nicht durchgehende Flasche, also ich halte halt die Trinkflasche hin und sage, nein, nimm 2 Schlucke, dann wieder ein paar hundert Meter weiter runter. Man merkt es ja selber bei sich im Ohr, wie oft man schlucken muss. Und in dem Rhythmus gebe ich ihr halt was zu trinken. Mhm. Da hilft es auch ganz gut, wenn man Saft dabei hat, weil das trinken sie immer, wenn es aber Süßes gibt, zumindest meine. Und das war nie ein Problem mit dem Fliegen bisher. Mhm. Also Saft dabei haben und wenn sie noch ganz klein sind, dann stillen und auf sich achten, auf den Ohrendruck und dann, wenn man merkt, oh, bei mir kommt selber der Druck, dann das Baby stillen oder das Fläschchen geben oder Saft geben, wenn es gar nicht anders geht. Ja, das ist ein super guter Tipp. Hat es soweit immer gut geklappt? Weil es gibt ja auch tatsächlich Kinder, die echt mega im Flugzeug schreien. Mir tut es immer im Herzen weh. Ich denke, da ist es versäumt worden. Man hat sie vielleicht schlafen lassen und kein Fläschchen gegeben oder die Eltern wussten es nicht oder so. Das ist immer bitter. Tara hat noch nie einen Pieps gemacht beim Rauf- und Runterfliegen. Gar nicht. Ich glaube, beim Fliegen und beim Reisen ist eines wichtig. Also wenn du alleine unterwegs bist und das sagen auch viele, da bin ich eine Rabenmutter in dem Punkt, dass mir völlig wurscht ist, weil ich kenne mein Kind gut und es geht um Medien. Ja, das ist ja auch ein Riesenthema. Mhm. Mein Kind hat, seit es 2 Jahre alt ist, ein eigenes Tablet. Mhm. Und da sind halt diese ganzen netten Comics drauf, wie Peppa Pig oder, keine Ahnung, Frozen. Oder Ariel, halt diese Geschichten, die wir schon als Kinder gesehen haben. Und Tara darf am Tag maximum 30 Minuten schauen. Das ist ganz klar, am Abend vorm Schlafen, wenn das Zimmer aufgeräumt ist. Also Videos sind auch super zum Erziehen. Wenn sie was will, muss sie es halt machen. Und wenn ich im Flugzeug bin, ist diese Regel außer Kraft und sie darf halt auch mal 2-3 Stunden schauen. Und dann ist eh der halbe Flug schon weg. Also es ist für mich, ich bin im Jeep oft unterwegs, wir sind oft im Bussen unterwegs und teilweise halt bis zu 18 Stunden. Und das mit einem Kleinkind zu machen bei 30 Grad Hitze ist sonst nicht möglich. Ja. Und das ist echt in ein paar Monaten dann richtig wurscht, wenn sie mal 3 Stunden Tablet schaut. Ja. Absolut. Ja. Also ich habe auch auf den Reisen immer entweder Gameboy gespielt oder irgendwie was ausgemalt oder so. Ich meine, ja, das ist ja auch völlig legitim, die Kinder zu beschäftigen und dann haben sie wenigstens was zu tun. Ne? Da gibt es ja auch inzwischen so Lernprogramme fürs Tablet oder so. Ich glaube, da sind wir auch durch diese ganze Zählsituation in Sachen Lernprogramme auch deutlich weitergekommen. Also der Tipp an die Eltern, irgendwas zur Beschäftigung dabei haben, was die Kinder gerne machen, damit sie auch ein bisschen abgelenkt sind. Spielzeug, Bücher und alles Weitere klappt gut für ein paar Stunden. Aber irgendwann werden sie einfach grantig, weil sie sitzen müssen. Kinder sind nicht dazu gemacht, stundenlang wo zu sitzen. Und erst wenn sie richtig sauer wird, bekommt sie ihr Tablet. Also ich lenke sie so lange ab, bis es nicht mehr geht und dann, genau. Ah, das ist nochmal ein spannender Punkt. Wie ist es so mit durchs Flugzeug gehen? Macht ihr das dann auch, dass ihr mal einfach durch die Gänge lauft? Ja. Das Problem ist halt, dass sie rennt und wenn mal ein Hupser passiert oder ein Luftloch kommt, dann knallt sie halt mit dem Kopf gegen eine Lehne oder rennt in die Füße von schlafenden Leuten rein. Und das ist in der Ungut. Also es kommt voll auf das Stewardess drauf an und auf das Team an Bord. Es gibt ja Doppeldeckerflugzeuge mit Treppe. Beim letzten Flug, ehrlich, da konnten wir einfach die Treppe rauf und runter laufen während dem Flug. Das hat keinen gestört. Aber wenn es eine kleine Maschine ist, dann ist Bewegungsfreiheit schwer. Ja, ja.
Also ein großer Airbus 380 mit Treppe und mehr, so zwei Stockwerken ist schon ein Traum, dann auch mit Kindern zu reisen, dann können die Treppe hoch und runter und dann gibt es ja auch diesen Gangbereich. Genau. Ne? Ja, der ist relativ groß. Ja. Ja, sehr, sehr, sehr gute, sehr wertvolle Tipps, die du da gibst. Genau, du meintest auch, es ist so wichtig, die Ressourcen besser einzuteilen als Mama. Ich glaube, das gilt für Mamas, ob die reisen, ob die selbstständig sind oder nicht. Was sind da so deine Learnings? Wie hast du diese Herausforderung auch mit der Me-Time gemeistert, dich da nicht zu zerreißen zwischen Job und Kind? Also ich bin eigentlich schon vor dem Kind recht am Limit gewesen mit Arbeit, von den Stunden her. Und mit Kind schläft man natürlich dann nicht mehr, also in der Schwangerschaft nicht wegen dem Rückenweh und irgendwann wegen der Blase, wenn man hochschwanger ist. Und dann die ersten Monate sind eine Katastrophe. Also mein Kind war alle 2 Stunden wach und ich hatte dann echtes Schlaf. Ich habe dann auch nicht mehr geschlafen, wenn das Kind geschlafen hat. Und da hilft halt nur Netzwerk, Oma, Opa, in deinem Fall auch der Papa oder halt gute Freundinnen, die das Kind mal am Nachmittag mit dem Kinderwagen rumfahren. Mhm. Ich habe dann halt gemerkt, jetzt so Sommer mit Tinnitus und Herzrasen und Schwindelanfällen, also wenn du wirklich nicht mehr schlafen kannst und permanent eigentlich nur gestresst bist, ich hätte mir das besser einteilen müssen schon viel früher. Mhm. Also wirklich mal, legt euch eine Stunde in die Sonne, holt euch einen Babysitter für einen Abend, nehmt die Angebote eurer Familie an, mal aufs Kind zu schauen, weil du hast eh immer ein schlechtes Gewissen, wenn du Mama bist und arbeitest. Also entweder glaubst du, du musst beim Kind sein, wenn du am Laptop sitzt und umgekehrt. Du hast immer doppelt schlechtes Gewissen und es muss dir halt irgendwann, musst du mit dir selber klarkommen, dass du dann die Rolle hast, die du halt gerade machst. Und ja, also meine Empfehlung ist einfach, geht mal ein Wochenende weg, geht mal auf ein Konzert, lest mal ein Buch, legt erst mal eine Stunde hin am Nachmittag, weil irgendwann ist man so am Limit, dass man gar nicht mehr kann und dann ist viel mehr kaputt, wie wenn man sich mal ab und zu ein bisschen Freizeit rausnimmt. Ja, so, so wichtig. Also da würdest du den Tipp geben, früher drauf zu achten, bevor ein Tinnitus kommt oder Herzrasen. Ja, absolut. Würde ich auch so sagen. Tatsächlich habe ich das bei meinen Klienten sehr oft, die halt berufstätig sind oder auch ein eigenes Business haben oder die Ärztinnen, die ich auch betreue im Business Coaching, dass sie sich ganz oft zerreißen zwischen Mama sein und Job. Die Empfehlung, die ich da geben kann, was den Müttern hilft, die ich begleite, ist zu sagen, da, wo ich laufe, da bin ich. Also da, wo ich gerade am Arbeiten bin, bin ich am Arbeiten. Und da, wo ich mit meinem Kind bin, bin ich voll da. Und dieses im Hier und Jetzt sein und sich nicht immer ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern damit im Reinen zu sein. Also da, wo ich bin, bin ich auch wirklich mit meinen Gedanken. Das hilft den Müttern oft gut weiter, ja. Und halt zu wissen, dass die Kinder in guten Händen sind und halt eine schöne Zeit gerade haben auf dem Spielplatz, während man arbeitet zum Beispiel, ja. Genau. Genau. Was ist für dich Luxus, Sabine? Nochmal die Frage wiederholen, ich habe dich nicht gehört. Was ist für dich Luxus, Sabine? Was für mich Luxus ist? Ja. Jetzt hängt das Internet, glaube ich, gerade wieder. Hörst du mich noch? Ich höre dich, ja. Ich höre dich. Okay, also was für mich Luxus ist? Ja, richtig. Für mich ist Luxus ausschlafen. Vielleicht einmal im Monat oder so. Oh, wow. Für mich ist Luxus, auf ein Konzert zu gehen mit Freunden und um 3 oder 4 ins Bett zu fallen und zu wissen, am nächsten Morgen habe ich einen Babysitter. Luxus ist aber auch, in der Sonne zu liegen und einfach mal durchatmen zu können. Aber es ist auch genauso, mit dem Kind mal cool ans Meer zu fahren und mit ihr gemeinsam Pferde reiten gehen oder halt Dinge zu tun, die uns beiden voll taugen. Mit ihr auf die Skipiste zu gehen, mit ihr, ja, einfach Dinge, die uns beiden Spaß machen, oder wenn sie mit mir kocht, ja. Das ist, finde ich, schon Luxus. Auch Familienleben kann Luxus sein, nicht nur Freizeit. Hm, schön. Mit wie vielen Jahren hat deine Tochter angefangen, Ski zu fahren? Mit 1,5. Wow, so früh. Das ist ja Wahnsinn. Wie habt ihr das gemacht? Naja, also es ist so, ich wohne in einem Bergdorf oder bin aufgewachsen, besser gesagt. Und bei uns werden die Kinder, sobald sie stehen und laufen können, auf Ski gestellt eigentlich.
Und ich war halt viel am Snowboarden und am Skifahren, genauso wie die Großeltern und auch der Papa. Und dann hat sie halt selber gesagt, sie will jetzt auch Skifahren. Mhm. Und wir haben sie halt auf diese Ski draufgestellt, die man halt an die Schuhe schneidet, weil so kleine Kinderschuhe gab es gar nicht beim Ski. Und ich habe sie halt zwischen meinen Füßen mitrutschen lassen oder an der Stange. Und jetzt mittlerweile fährt sie selber schon sehr gerne Ski am Kinderlift, also an diesen Seilbändern, ja. Genau. Ah, oh, süß. Ja, ich habe auch ganz früh mit Skifahren angefangen. Ich habe es unendlich geliebt. Ja, toll, toll. Voll schön. Wir hatten noch über Homöopathie gesprochen beim Vorgespräch. Du kennst dich ja auch sehr gut mit Homöopathie aus und ich fand das ganz faszinierend, dass du sagtest, dass deine Tochter noch nie Antibiotika nehmen musste und du einfach deine homöopathische Apotheke dabei hast und die Kleine so behandelst. Wie hast du dir dieses Wissen angeeignet? Ich war schon vorher viel mit Naturmedizin unterwegs, auch für mich selber. Und wo die Schulmedizin versagt, hilft die Homöopathie dann meistens irgendwie. Mhm. Also auch gerade Stresssachen, die ich hatte und Schlaflosigkeit und so. Und mir war klar, wenn ich in Asien bin, wird mein Kind sicher auch mal krank. Also Durchfall ist ganz normal, Lebensmittelvergiftungen, Fieber. Und ich habe von Anfang an auch beim Zahnen oder bei Schlafstörungen habe ich dann angefangen mit Chamomilla. Beim Fliegen ist es super. Also zum Beispiel C30 kannst du einmal am Tag geben für 24 Stunden und dann sind die Kleinen einfach gechillt. Dann hast du einfach einen viel einfacheren Flug. Und meine Homöopathin ist natürlich super gut, die ist auf Telegram und wenn die Tara halt Durchfall hat, schreibe ich ihr die Konsistenz, wie guckt er aus, wie riecht er, welche Farbe, was hat sie gegessen, wie ist die Temperatur, sie schreibt mir die Globuli zurück, ich probiere es aus und wenn es nicht geht, das nächste Mittel, ja. Mhm. Also das ist super, du hast da fast eine 24 Stunden Betreuung dabei, bei meiner Heilpraktikerin, die ist total toll. Und ich habe fast 500 Euro ausgegeben für eine richtig gute homöopathische Apotheke. Also ich habe über 80 Präparate dabei, mhm, in verschiedenen Produkten. Mhm. Ein tolles Buch, eben Homöopathie für Kinder, die 12 essentiellen Mittel irgendwie, mhm, wo man selber auch gucken kann. Weil ich bin oft auf Projektgebieten, wo ich mindestens 3-4 Tage laufen müsste, mhm, bis mein Kind einen Arzt hat. Mhm. Und dann ist es halt viel einfacher. Ich habe ein Satellitentelefon dabei, ich kann im Notfall meine Homöopathin anrufen. Ich muss aber ehrlich sagen, Tara ist so ein Kind, die hupft in den See und trinkt ein paar Schlucke raus, auch hier mitten in Nepal. Und ich glaube, dass je früher du ein Kind an Dreck gewöhnst, umso besser das System auch funktioniert. Sie ist eigentlich nie krank. Das einzige Mal Fieber hatte sie nach einer Impfung. Das haben wir auch mit Homöopathie vorbehandelt, mit Ledum und nachbehandelt zum Ausleiten mit Thuja zum Beispiel. Es gibt super gute Ärzte, die ganzheitlich halt das machen. Und ich meine, Impfen ja oder nein, ist jedem seine Sache. Ich glaube, wenn man in ein Land geht, wo Polio noch so präsent ist und ja, wo du rostige Nägel rumliegen hast, finde ich nicht impfen nicht intelligent. Ja? Mhm. Muss jeder selber entscheiden. Aber man kann es ja einfach auch wirklich toll begleiten und ausleiten. Und wie gesagt, Tara ist einfach nie krank. Also wir fahren mit der Homöopathie super gut. Mhm. Die ist höchstens mal 2 Tage schlapp. Die Globuli funktionieren super gut und kann ich jedem echt empfehlen. Das Buch, was du sagtest, ist die 12 essentiellen Mittel. Und dann hast du eine Taschenapotheke. Ja, Moment. Ich habe das in meinem Saustall wieder irgendwo hin. Eine Sekunde. Nein, ich glaube, das liegt jetzt woanders. Das ist ein Buch, das kriegst du, ich kletter ganz kurz, hier ist meine Terrasse, schön, hier ist meine Tür ins Zimmer. Moskitonetze und Kinderbetten würde ich mitbringen von zu Hause. Das sind also diese super guten Kinderbetten. Diese Reisebetten sind Gold wert, echt eine große Empfehlung. Und die sind mega klein und eben moskitosicher. Die magische Elf der Homöopathie für Kinder. Das ist das Buch. Die magische Elf und der Homöopathie. Genau, da kannst du selber nachgucken, wenn ein Notfall ist eben auch. Ich habe natürlich auch Antibiotika dabei. Mhm. Einfach so diese ganzen Sachen. Weil wenn man irgendwo halt hängt und du merkst, dein Kind hat eine Mittelohrentzündung oder dass der Atem rasselt und es hat hohes Fieber. Also ich probiere so lange Antibiotika, wie es halt irgendwie ein Limit von 40 Grad Fieber erreicht hat. Und danach würde ich umsteigen. Nur, es ist noch nie der Fall eingetreten bei mir. Ja, also mega, da einfach so
klassisch entgegenzuwirken. Ich habe tatsächlich selber damit sehr positive Erfahrungen gemacht, auch in der Zusammenarbeit mit meiner Heilpraktikerin, dass ich immer mit ganz pflanzlichen Mitteln alles gut hinbekommen habe, weil ich selber auch eine Schmerzmittelallergie habe. Also ich kann schwierig richtige Medikamente einnehmen. Oft muss ich dann in die Notaufnahme, weil mir mein ganzes Gesicht anschwellt und ich kaum noch Luft bekomme. Also mein Körper wehrt sich gegen klassische Medizin aus irgendwelchen Gründen. Und Homöopathie und Bachblüten und Schüsslersalze haben mir immer super weitergeholfen. Also ich kann mich da nur anschließen und ganz klar auch mit der Impfthematik, wenn man in Länder fährt, wo einfach gewisse Krankheiten vorhanden sind, sollte man sich informieren und halt auch den Nutzen und die Risiken abwägen. Das muss jeder für sich selber entscheiden und für seine eigenen Kinder auch, ne? Genau. Ja. Ja, Wahnsinn, dass die Kleine trotz diesen vielen Bakterien so widerstandsfähig ist. Finde ich auch Wahnsinn. Auch wie du sagst, das erste Essen war Curry. Ne? Auch toll. Ja, also quasi von der Mamamilch zum Curry umgestiegen. Ja, also nicht scharf, aber halt ja normal gewürzt. Ja. Und sie liebt immer noch. Also wir essen hier Dal Bhat in Nepal. Das ist so Gemüsesuppe, so Linsensuppe mit Gemüsecurry und Reis. Und nach wie vor Leibspeise. Also es ist schon cool. Mein Kind isst auch Thai Curries oder Japanisch. Also was andere ausspucken, findet sie super. Ah ja. Ja, vielleicht ja auch Gewohnheit oder vielleicht hast du es selber auch gegessen, ne? Nee, das ist volle Gewohnheit. Also beim Essen, ich kenne viele Mütter, die sagen, mein Kind isst nur Junkfood und nur Würstchen und Pommes. Und ich gucke die Mütter dann halt an und sage, ja, woher kennt denn dein Kind das Essen? Hm. Also wenn du es ihm nicht gegessen hättest vorher, wüsste es ja nicht, dass es existiert. Tara isst mit Leidenschaft Bohnen und Brokkoli, weil sie es einfach von klein auf bekommen hat. Und das ist auch genau wie mit dem Reisen, die Ernährung. Also bei Zucker bin ich super streng. Mhm. Und ein Kind braucht im ersten Jahr einfach überhaupt keinen Zucker, der raffiniert worden ist. Also Früchte sind voll okay und so. Ja. Aber du merkst es, wenn du deinem Kind nach 5 am Abend ein Lutscher oder ein Eis gibst, hast du das Kind bis um 10 wach. Mhm. Also Kinder reden so unglaublich drauf. Das ist wie Kokain. Das ist ja auch im Hirnzentrum anscheinend gleichgeschaltet. Die werden so überdreht, die Tara fängt an, im Kreis zu rennen und nur noch zu schreien, wenn sie zu viel Zucker hat. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, das ist auch Erziehungssache, glaube ich. Also Gewohnheit dann, genau. Ja, ich finde es manchmal Wahnsinn, was Kinder an Süßigkeiten dann essen und weiß auch nicht, ob das so wirklich gut ist. Ja. Nee, ist ja auch für die Erwachsenen nicht gut, ne? Ja. Also ich habe zum Beispiel auch nie Ketchup gegessen oder McDonald's oder so. Ich wollte das gar nicht. Also ich fand das noch nie gut. Also selbst als kleines Kind fand ich das total eklig. Bis heute ist für mich sowas wie Ketchup oder Mayonnaise absolut... Ja. Ja, mein Partner ist ein bisschen anders. Ja, der ist ein bisschen anders als ich. Kann sein, dass das Kind vielleicht von da ein bisschen schlechtere Einflüsse mit bekommt, sage ich mal, oder halt andere Einflüsse. Ich will es jetzt gar nicht so sehr bewerten, aber ich bin auch für eine gesunde Ernährung und möglichst zuckerfrei. Ja. Du musst natürlich Abstriche machen. Also wenn ich nach einem 14-Stunden-Tag, nach einem Flug ankomme und ich habe keinen Bock mehr auf irgendwas, dann bestelle ich mir eine Portion Pommes und Tara knallt sich das rein und das war das Abendessen aus. Ja. Ist bei uns genauso. Es gibt auch die Tage, wo sie halt einfach, keine Ahnung, normalerweise gibt es Müsli und Früchte und keine Ahnung was. Und wenn ich keinen Bock habe und ein Zoom-Meeting, gibt es ein Marmeladebrot und die Diskussion ist beendet, weil das ist sie einfach. Ja. Ich glaube, es geht nur um die Verhältnismäßigkeit. Also klar ist mein Kind ungesundes Zeug, aber halt wenig. Ja. Ja, und ich glaube auch Marmeladebrot ist vollkommen okay, oder? Ja, es hat auch Zucker. Ja. Voll. Ja. Aber da müssen alle Mütter, glaube ich, ihre Nerven schonen. Also ich habe zum Beispiel auch mein Kind die ersten 7 Monate waschbare Windeln angezogen. Mhm. Diese Popolino aus Bambus. Und dann musst du halt alle 2 Stunden wechseln und du musst mega viel waschen und es ist mega viel Aufwand. Mhm. Und es ist halt besser für CO2-Ausstoß und für die Umwelt und sowieso. Und dann bin ich nach Nepal gekommen und hier gibt es keine Waschmaschine und ich habe dann nach einem Tag gemerkt, ich schaffe es mit Handwäsche nicht mehr diese Windeln sauber zu kriegen und habe dann auch ein Jahr Wegwerfwindeln benutzt.
Also man muss, glaube ich, mit schlechtem Gewissen, klar, aber ich glaube, als Mama musst du so viele Aufgaben erfüllen und du musst tausend Dinge denken und dann hast du noch deinen Job dazu und noch dein Privatleben und noch deinen Partner. Also wenn du dann irgendwie sagst, hier mache ich einen Abstrich, keine Ahnung, ich koche den ganzen Babybrei zwar zu Hause und fülle in den Gläser, dafür benutze ich Wegwerfwindeln, das ist auch voll. Also ich glaube, alle Mütter haben so das Gefühl, am Anfang müssen sie so super perfekt sein und alles von Anfang an toll machen. Und diese Ansprüche hat man dann nur selber an einen, weil alles, was dein Kind von dir will, ist dann deine Brüste und deine Wärme. Und alles andere interessiert das Kind eigentlich gar nicht. Ja? Das stellst du dir nur selber so vor. Und da musst du dann halt auch Abstriche machen. Dann räumst du halt 4 Tage die Wohnung nicht auf, es schaut aus wie die Sau und dafür ist das Baby happy. Also es ist glaube ich, auch so dieses, ich nenne es die Bullshit-Toleranz. Die Bullshit-Toleranz sollte sehr hoch sein als Mama. Also nicht so streng mit sich selber, glaube ich, ist so das Motto, das ich jetzt mittlerweile habe. Und es geht mir viel besser damit. Super. Wow, vielen lieben Dank, Sabine, dafür deine herzlichen Worte und auch für deine Ermutigung, den Perfektionismus mal sein zu lassen und einfach da auch gut auf sich zu achten und nicht zu streng mit sich zu sein. Auch, glaube ich, sehr wichtig. Und ich glaube, da sprichst du vielen Müttern aus dem Herzen, die versuchen immer alles perfekt zu machen und es dann doch nicht schaffen. Ich glaube, Frauen haben da auch oft sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst. Ja. Absolut. Was möchtest du noch zum Schluss Frauen mitgeben, die auch darüber nachdenken, mit Baby oder Kleinkind zu reisen und vielleicht vom Außen her Einwände bekommen oder Ängste eingeredet bekommen? Was kannst du ihnen ans Herz legen? Ich glaube, seit Corona ist so diese Angstdiktatur sowieso noch tausendmal größer geworden. Ja. Und natürlich wirst du total verunsichert, wenn du ein ganz kleines Baby hast und alle sagen dir, ja, spinnst du überhaupt? Und das kriegt Cholera und Malaria und das Kind wird sterben und da gibt es keine Medikamente. Und ich habe mich auch verunsichern lassen am Anfang. Und irgendwann dachte ich mir, es gibt 30 Millionen Menschen in Nepal, also sind alle 30 Millionen Leute nicht gestorben als Kleinkind dort. Ja. Irgendwie überleben die auch. Und wenn man sich ein bisschen auskennt mit Homöopathie, mit Medizin, wenn man sich ein bisschen mit den Impfungen beschäftigt, glaube ich, muss man auf sein Bauchgefühl hören und einfach sagen, wenn mein Kind hätte wollen, zu Hause sitzen auf der Couch, hätte es sich eine andere Mama gesucht und einfach gucken, wie das Kind bei der Reise dann halt tut. Mhm. Und ich und Tara sind ein super Team seit 3 Jahren und habe das Gefühl, es wird noch lange gut gehen. Also man sollte wirklich, also das Problem ist, wenn du eine Mutter bist, wirst du eh wahrgenommen, als ob du ein Vollidiot wärst im Endeffekt, eine Vollidiotin. Als ob du über Nacht dein Gehirn abgegeben hast. Weil jeder gibt dir ungebeten Ratschläge, auch Leute, die keine Kinder haben. Und ich finde das so eine wahnsinnige, unglaubliche Frechheit, weil eigentlich ist Kindererziehen so ein unheimlich schwerer Job, alleine schon an sich, dass ich nicht auch noch diese ganzen Leute brauche, die dir dann ein schlechtes Gewissen einreden wollen. Und mittlerweile lächle ich halt, mach genau, was ich will, ja, und sag gar nichts mehr. Also es ist mir zu blöd zu diskutieren, weil die Leute können ja eh überhaupt nicht nachvollziehen, wie dein Kind funktioniert. Also jede Mutter weiß ganz bestimmt, was für ihr Kind am besten ist und einfach auf Bauchgefühl hören und sich nicht so viel ärgern mit Idioten, die eigentlich eh nur total Angst und Panik haben. Ja. Also ja, die Leute gehen dann eh nicht mit ihren Kindern reisen. Arme Kinder. Ja, die sehen so wenig von der Welt. Genau. Ja, genau. Also ich kann das absolut bestätigen. Ich meine, ich bin jetzt gerade schwanger und selbst in dem Zustand kriege ich schon so viel zu hören von außen, wie ihre Schwangerschaften waren, wie ihre Geburten waren. Du wirst miteinander irgendwie verglichen und willst es gar nicht. Jeder gibt dir irgendwelche Tipps, obwohl du sie nicht haben möchtest. Und jeder sagt auch zu mir, genieß deine Schwangerschaft. Und ich habe immer noch, obwohl ich jetzt im 6. Monat bin, mit Übelkeit zu kämpfen. Und manchmal ist es echt hart. Und jeder sagt so, du musst es genießen, das ist die schönste Zeit im Leben. Und ich denke mir so, schön, dass du weißt, was für mich die schönste Zeit in meinem Leben ist. Ja, ja, also Wahnsinn. Genau. Ja.
Vielen, vielen lieben Dank, Sabine. Ich danke dir so sehr für deine ganzen Tipps und Ratschläge. Ja. Schick mir super gerne den Link zu deinem Instagram-Profil und vielleicht auch zu deiner NGO oder zu dem, was du gerne auch mit den Leuten teilen möchtest, dass wir dich auch finden können online. Ich danke dir so, so herzlich. NGO, Instagram habe ich nicht. Super, danke dir, genau. Julia. Schick's mir gerne zu. Ich freue mich, den Link zu verlinken und dann bin ich gespannt auf die Rückmeldung zu dieser tollen Podcast-Folge, zu diesem tollen Interview. Danke dir. Danke dir, alles Liebe. Tschüss. Alles Liebe, ciao. Ich hoffe, dir hat dieses wundervolle Interview mit Sabine gefallen. Wenn du gerade auf meinem Podcast-Account bist, dann hinterlass mir doch gerne eine 5-Sternchen-Bewertung und eine nette Rezension. Darüber freue ich mich riesig. Und du kannst gerne auch noch weitere Fragen stellen zu dem Thema Reisen und Baby auf meinem Instagram-Account. Da wird es natürlich wieder einen Post geben zu der aktuellen Folge. Und wenn du dieses Video gerade gesehen hast auf YouTube, freue ich mich auf ein Däumchen nach oben. Alles Liebe und einen wunderschönen Tag, deine Julia Colella.